Also der Brief hat jetzt die stimmt, den haben wir schon dem Typen gegeben, der Buch, das, der hat das jetzt. Der ist ja nach Baltimore unterwegs. Wofür brauchen wir jetzt die Briefmarke? Wir werden mit Sachen hier Vergangenheit spülen. Vielleicht auch nicht ganz so random. Müssen noch irgendwie das Gerät aufladen. Und die Batterien in die Zukunft schicken, um die aufzuladen und wieder zurückschicken und dann ist wieder doch ein Ding. Wie könnte man die Sache hier endlich starten? Ich soll meine einzige Chance hier wegzukommen verschenken? Vergiss es. Kannst ja die Idee war ja, das auch zu laden wird. Dann müssen wir den Blitz nehmen. Dann eben nicht. So, Red Edison ist dann unten. Vielleicht können wir ihm mal eine Briefmarke schenken. Und das hier. Fleißige Aushilfe. Was ist das? Gesucht? Fleißige Aushilfe? Genie helfen? Nun, ich bin das einzige Genie hier. Und du siehst dumm genug aus. Also, nimm deinen Arbeitskittel und geh an die Arbeit. Ah, jetzt können wir den Labor klauen. Wofür auch immer. Ist wohl ein bisschen zu klein für mich. Tja. Den technischen Kram verstehe ich nicht. John Hancock, Thomas Jefferson sind alle wieder an ihrem Platz. Unterdessen. Seid ihr sicher, dass wir nichts über superschleimige Tentakel hinzufügen sollten? Red keinen Quatsch! Vielleicht können wir uns mit dem Ding hier als mit dem Laborkittel als Wissenschaft ausgeben und ihm bei seiner Sache helfen. Netter Regenmantel. Ich wünschte, ich könnte ihn gebrauchen, aber solange die Sonne noch scheint und es warm ist. Ja. Nö, ich mag es, wie es ist. Ich will nicht. Ich will nicht.
Vielleicht können wir ihn mit Wasser bespritzen. Ich will nicht. Ja. Also, ich weiß auch nicht. Was tun wir jetzt hier noch? Den technischen Kram verstehe ich. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Können wir das zum Drachen machen? Tja. So, hier wären wir. Was können wir? Was können wir hier mit ihm machen? Das ist der große Plan jetzt, dass wir ihm irgendwie. Wir müssen ihn jetzt dann noch da irgendwie dazu bringen. Und Ben Franklin müssen irgendwie. Der muss vom Blitz getroffen werden. Entschuldige, Mister. Mister Kraftwerk? Das bin ich. Wir sehen uns. Weiter so. Der Plan dort oben für einen Drachen, vielleicht hier ihm das irgendwie. Netter Regenmantel. Ich wünschte, ich könnte ihn gebrauchen. Aber solange die Sonne noch scheint und es warm ist. Tja. Mal Seife in den Eimer werfen und. Das Wasser ist jetzt seifig. Okay. Können wir damit irgendwas putzen oder? Nichts zum Saubermachen da. Können wir irgendwas sauber machen mit dem Putzzeugs jetzt haben? Der Wagen sieht ziemlich dreckig aus. Und den vielleicht. Oh. Angriffswiderstand echt offensichtlich. Aha. Sobald wir den Wagen putzen, fängt es an zu regnen und zu gewittern. Sieht nach einem großen Sturm aus. Das ist der Grund, warum ich mein Auto nie wasche. Ah ja. Und jetzt geht er rein. Hey, Ben. Oh, du bist es. Wo gehst du hin? Was ist mit deinem Experiment? Auch die Wissenschaft wird manchmal durch den Regen aufgehalten, mein Junge. Aber wie willst du jemals einen Blitz einfangen, wenn du bei Sturm ins Haus gehst? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Die Wissenschaft der Elektrodynamik ist offensichtlich ähnlich wie dein Gehirn. Es steckt noch in den Kinderschuhen. Zurück zum Zeichenbrett. Das ist ja toll. Was für ein Genie. Wir müssen ihn vielleicht mal hinterher. Vielleicht braucht er einen Regenmantel, um draußen im Regen bitte stehen zu können. Und das die Tür? Nein. So, wie wär's damit? Ich hab hier was für dich, Mister. Mister. Kannst du draußen Superhelm? Stehen? Gib schon her. Gehört das nicht jemandem? Ja, Red Edison. Aha. Tut mir leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen, wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Okay, mach's besser. Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Okay.
Jetzt hat er... Nein, da kommt nichts. Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal, warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Alles klar, Lasagne. Hoffentlich. Aha. Okay, wir klicken. Ups. Welchen Teil des Wortes jetzt hast du nicht verstanden? Sieh mal, es ist einfach. Ich sage jetzt gesagt. Und du schubst den Drachen. Comprenez-vous? Ich hab's. Wunderbar. Okay, wir müssen den Drachen... Nicht die Tasche, die Drachen. Jetzt. Schubsen. Jetzt. Sehr schön. Yippie! War das doch schon was geschafft. Sieh ihn dir an! Alles, was jetzt noch fehlt! Ist der Blitz. Später am Tag. Also, was passierte, nachdem ich ohnmächtig wurde? Nun, nachdem der Blitz den Drachen getroffen hatte, stürzte er runter auf deinen Kopf. Der Blitz? Nein, der Drachen. Mist! Was meinst du, sollten wir machen? Weiter versuchen. Das nenne ich Forschung. Können wir irgendwie die Batterie... Jetzt! Einen Drachen... Und den Drachen... verdammt! Ups! Den Drachen noch schieben. Sieh mal, es ist einfach. Ich sage jetzt, kann man eine Tasche und du dran. Schubst den Drachen. Comprenez-vous? Verstanden. Ich hab's. Wunderbar. Ist die Batterie jetzt noch da drin, oder? Ja, ist so. Der Drachen... Nein, verdammt! Ups! Der Drachen war zu schnell. Sieh mal, es ist einfach. Ich sage jetzt, und du schubst den Drachen. Comprenez-vous? Ich hab's. Wunderbar. Nicht Tasche, Drachen. Verdammt! Ups! Die Tasche direkt daneben, verdammt mich. Sieh mal, es aussieht. Ist einfach. Ich sage jetzt und du schubst den Drachen. Comprenez-vous? Ich hab's. Wunderbar. Drachen... Verdammt! Sieh mal, es ist einfach. Ich sage Stunden jetzt später. Und du schubst den Drachen. Comprenez-vous? Ich hab's. Wunderbar. Drachen schubsen. Kann das so schwer sein? Drachen schubsen, verdammt! Ups. Ich kann auch so schnell nicht. Sieh mal, es ist einfach. Ich sage jetzt und du schubst den Drachen. Bin halt langsam, Mann. Ich hab's. Wunderbar. Das kann doch nicht wahr sein. Drachen, verdammt, was macht denn? Dann wählt er die Tasche aus und dann den Hotspot direkt nebenan. Ich sage jetzt und du schubst den Drachen. Geht's denn noch? Lass schnell mal raus. Ich hab's. Kriminell. Wunderbar. Drachen, was muss ich denn machen? Ich kann doch nicht immer den Drachen anklicken, der zeigt ja trotzdem. Sieh mal, der Drachen. Ich sage jetzt und du schubst. Gibt's einen Shortcut für. Der wieder zum Bewegen, Bestätigen, Verbrauch sogar Inventar öffnen. Den Drachen. Comprenez-vous? Ich hab's. Wunderbar. Das kann doch nicht so... Nicht die Tasche, den Drachen. Schubsen. Ups. Ach, der war zu früh.
Leute, ich höre auf, Leute. Es ist einfach. Ich sage jetzt, das und wird du schubst mehr. Den Drachen. Comprenez-vous? Bin heute nicht fähig. Ich hab's. Wunderbar. Wir schaffen es heute doch nicht. Bin zu inkompetent, das zu in die Tasche. Sag mal. Sieh mal, es ist einfach. Ich sage jetzt und du schubst den Drachen. Comprenez-vous? Ich hab's. Wunderbar. Jetzt! Na bitte! Das war doch halb so schwer. Er fliegt so seltsam! Du hast es! Bleib so! Er ist zu schwer! Ich kann ihn nicht kontrollieren! Moment noch, Ben! Bleib so! Er bricht aus! Er bricht aus! Renn um dein Leben! Später am Tag. Na, das war interessant! Jau! Kann ich den Drachen mal kurz sehen? Nein! Den nehme ich jetzt mit in mein Labor nach Philly, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Wünsch mir Glück! Ah. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Hoagie, Sir. Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Hoagie. Ich verspreche, mal eine Erfindung nach dir zu benennen. Hey, danke. Oh, oh. Schnell die Batterie nehmen. Wir haben eine aufgeladene Batterie, damit können wir doch bestimmt jetzt die Zeitmaschine anschmeißen. Jetzt haben wir so viel Chaos in der Vergangenheit gestiftet. Angeschafft, Freischalten Nummer 1. Boah. Okay. Sieht fertig aus. Gegenwart. Tja, ich bin fertig. Aber ich glaube, ich muss noch auf Bernard und Laverne warten. Aha. Tja. Er muss noch den Diamanten kriegen. Wie wird sie ihn kriegen, weiß ich nicht. Und sie muss noch irgendwie ihren Stecker einstecken. Nur darum geht's hier, den verdammten Stecker einzustecken. In der Zukunft. Ich glaube, ich mache in der Gegenwart weiter. In der Zukunft, ja. Ich weiß auch nicht. So, die Vergangenheit haben wir jetzt fertig. Müssen wir jetzt nichts mehr machen. Tja. Können wir hier mal hochgucken? Wir müssen Geld auf das Konto von ihm her machen. Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Dann müssen wir in den Safe kommen. Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Tja. Müssen wir da anrufen und den Diamanten bestellen? Ich hab bloß nach wie vor keine Ahnung wie. Ich kann die Münze mit dem Skalpell. Haben bestimmt schon probiert. Ich könnte mich selbst schneiden. Ja, sicher. Fibrosus Überreste. Es ist schlimm genug, die Verantwortung für seinen Tod zu tragen. Ich kann mich mitnehmen. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Aha. Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Don Corleone? Das ist komisch. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie Charles de Gaulle. Jetzt hau ab. Ja. Hallo.
Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Nette Zigarren. Ich importiere sie aus den besten kubanischen Munitionsfabriken. Jetzt hau ab. Ja. Genau. Hoch. Wenn wir nur die Kurbel hätten. Sonst könnten wir hier was anfangen. Oder auch nicht. Und wieder hoch. Geht nicht, das klemmt. Ich sehe ihn durch. Was dieser Raum zu bedeuten hat, weiß ich auch nicht. Rauf hier! Hi, Ed! Vorsicht, Mann! Sonst mache ich noch etwas, was ich später bereue. Ah, ja. Die Münze brauchen wir für den Bonbon-Automaten. Wie wir an die Münze rankommen, weiß ich aber auch noch nicht. Jetzt sind wir einmal durchs Haus gelaufen. Tja. Oh, da gibt's einen Schlüssel. Können wir den vielleicht irgendwo für gebrauchen? Oha, der Tag wird Vizepräsident. Helme sauer. Okay. Er ist dabei, die Welt zu übernehmen. Was können wir denn jetzt damit? Was können wir denn mit Brecheisen? Was können wir denn mit dem? Was können wir denn mit dem Schlüssel? Können wir den Bonbon-Automat aufbrechen? Besser nicht. Brecheisen, wenn wir sowas hätten. Besser nicht. Gabel. Besser nicht. Können wir die Tür abschließen hier? Besser nicht. Okay, welche Tür können wir damit abschließen? Macht das keinen Sinn? Ist das grüne Tentakel drin? Vielleicht können wir hier das Zimmer von ihr abschließen. Besser nicht. Besser nicht. Ja. Können wir mal seine Tür zuschließen? Ich weiß nicht, was das für einen Sinn macht. Besser nicht. Die Tür zu schließen, die sind komplett sinnlos. Besser nicht. Was können wir damit überhaupt machen? Mit dem Schlüssel. In dem Sinne, die Tür zu schließen. Besser nicht. Ja. Besser nicht. Besser nicht, besser nicht, besser nicht, besser nicht. Tja, können wir überhaupt noch irgendwas machen?
Ja. Verzweckungstat, aber besser nicht. Besser nicht. Schauen wir mal nach draußen. Wir haben eine Mumie. Wahrscheinlich baden abends nicht allzu viele Vögel. Können wir ihm die Schlüssel geben? Hier, vielleicht sind das die Schlüssel. Wo? Gib her! Danke, Freund. Behalt die Brechstange. Danke, maskierter Mann. Oh! Mist! Er hat eine Brechstange. Wer trägt denn auch schon so viele Schlüssel mit sich rum? Sehr hilfreich. Damit können wir doch die Sachen aufbrechen. Mit der Brechstange. Ich wusste gar nicht mehr, das Beste da draußen ist der Typ. Ist mir gerade gekommen. Okay. Wir haben Geld. 1968. 1974. Aber 2 Millionen im Portemonnaie. Oh, 1977. Später am Tag. Später am Tag, viel, viel später. Strafregister Adventure Experte. 50er. Soweit das keine falschen sind. Nein, nicht da rein. Ja. Kino-Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. Es tut mir leid. Hier steht, dass das Konto leer ist. Mhm. Okay, wie kriegen wir ihn da weg? Ich habe gehört, es sei nicht gut, einen Schlafwandler zu wecken. Besser nicht. Mhm. Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Tja, da müssen wir jetzt schneller sein. Tja. Sein Briefmarkenalbum, was auch immer das bringt. Ist das auch noch wertvoll? Können wir auch noch. Besser nicht. Und wir verkaufen, um 2 Millionen voll zu kriegen. Haben wir noch irgendwas anderes im Inventar? Wir haben das Kapellentextbuch. Zettel, Schwätztal, Sparbuch, Gabel, Kaffee, entkoffinierten Kaffee, Trichter, Zaubertinte, Videoband, Briefmarkenalbum, Briefsteine und 15 und jede Menge 50er. Hm.
irgendwas Nützliches. Wait. Add Spaghetti, vielleicht können wir die hier mit der Gabel kombinieren, wozu auch immer das bringt. Nass, wabbelige Nudeln. Aha. Ich die Toilette gespült, ist das besser jetzt? Nicht. Aber wozu brauchen wir Nudeln? Jetzt brauchen wir hier. Können wir hier eine Gabel brauchen in der Zukunft?